Am Wort ist Nikolaus Scherer, Knios. Es gibt ja viele unterschiedliche OGs, vielleicht im Zusammenhang mit dem OG, das das Parlament betrifft. Einen herzlichen Dank an den Budgetdienst, das ist hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird. Und das ist sehr, sehr wichtig, insbesondere für uns Abgeordnete im Zusammenhang mit dem Budget. Was wichtig ist, glaube ich, in dem Zusammenhang auch zu sagen, ist, dass wir es zum ersten Mal geschafft haben im Budgetausschuss, dass wir die Präsidenten der Höchstgerichte geladen haben vom Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof. Und da wurden wir doch darauf aufmerksam gemacht, dass es mit den Ressourcen dort entsprechend knapp ist. Insbesondere der Präsident des Verfassungsgerichtshofs hat uns das gesagt. Der Präsident Holzinger hat gesagt, dass er es insbesondere problematisch findet, weil er ja viele unterschiedliche neue Aufgaben dazu bekommen hat. Und das sind ja auch wir als Gesetzgeber, und der Kollege Stefan hat schon angesprochen, die diese neuen Aufgaben dem Verfassungsgerichtshof gegeben haben. Sei es die Gesetzesbeschwerde, die was unglaublich Wichtiges ist, sei es die Situation, dass er bei Untersuchungsausschüssen bei Fragen angerufen werden kann. Und das Problem ist halt, wenn wir nicht in ausreichendem Maß Mittel zur Verfügung stellen, werden sich halt auch die Verfahrensdauern entsprechend verlängern. Der Präsident Tinel vom Verwaltungsgerichtshof hat gemeint, dass er für sich bei ihm am VWGH den Knackpunkt 2017 sieht und sich das bis dahin ausgehen wird. Der Präsident Holzinger hat aber dem gegenübergestellt, dass bei ihm am Verfassungsgerichtshof er eben jetzt schon weit mehr Gesetzesbeschwerden hat, als er ursprünglich gedacht hatte. Da haben die sich offenbar verschätzt. Und wie gesagt, den Rechtsruck, was den Parlament, also was den Untersuchungsausschuss betrifft, dort gibt es ja auch Möglichkeiten, zum VfGH zu gehen. Zusätzlich noch die Mehrbelastung, was Asylsachen angehen wird. Das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir wissen, die Flüchtlingsströme werden nicht so bald abreißen. Es wird hier mehr Verfahren geben. Und es ist sehr interessant, in einer Budgetanfrage hat der Verfassungsgerichtshof geantwortet, dass, wenn man davon ausgeht, dass 1500 anhängige Verfahren im Bereich des Asylwesens sind, wir pro Tag, die Verfahrensdauer verlängert wird, 28.000 Euro zusätzliche Kosten haben. Die Kosten entstehen natürlich aus der Grundversorgung. Und so ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass wir, obwohl der Präsident des Verfassungsgerichtshofs sagt, sie brauchen entsprechende mehr finanzielle Mittel, und man muss auch dazu sagen, da geht es nicht um sonderlich viel, es geht um sage und schreibe 700.000 Euro, die hier notwendig sind, und dass wir es nicht schaffen, dem Wächter unserer Verfassung, dem Verfassungsgerichtshof, zur Verfügung zu stellen. Die Wichtigkeit des Verfassungsgerichtshofs ist in einem Land, insbesondere wie Österreich, aber in jedem Land besonders gegeben. Wir wissen, wie viele wichtige Dinge der Verfassungsgerichtshof entscheidet, weil wir als Parlament teilweise nicht fähig sind, verfassungskonforme Gesetze zu beschließen. Und genau da ist er besonders wichtig. Dementsprechend verstehe ich nicht, dass wir die finanziellen Mittel hier nicht zur Verfügung stellen werden und sie im Nachhinein, wie wir auch sehen, wenn die Asylverfahren sich entsprechend verlängern, ja das Ganze wieder auf uns zurückfällt, weil dann dort mehr Kosten entstehen. Und aus diesem Grund bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wollte beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird dazu aufgefordert, im Rahmen der mittelfristigen Budgetplanung den Verfassungsgerichtshof mit ausreichenden Budgetressourcen auszustatten, um eine Verlängerung der Verfahrensdauern abzuwenden. Ich halte das für ganz essentiell, dass wir es hier machen. Es geht hier nicht um viel Geld im Vergleich zum gesamten Budget. Stimmen Sie dem zu, dann ist gewährleistet, dass die großartige Arbeit, die der Verfassungsgerichtshof in Österreich leistet, auch weiterhin in schneller und effizienter Art und Weise gemacht werden kann. Zu wenig Budget für den Verfassungsgerichtshof kritisiert der Asyl- und Integrationssprecher, der NEOS, Nikolaus Scherak.